Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 Ranglistenmodus. Ich kämpfe mich weiter durch. Wir gehen auf Burg. Hab schon gesehen, wir haben den Magier. Was sehr gut ist, wenn wir mit Bazooka spielen. Den können wir dann zum Zeus machen. Die können wir zum Healing nutzen. Ist eine gute Zusammenstellung, muss ich sagen. Die nehme ich so. Also wir starten erst mit einer Sakura-Blume. Was machen wir? Sakura-Blume Start. Dann haben wir noch einen Pyro als magischen Schaden und die Wüstenpilger. Und können damit dann noch trotzdem eine gute Frontline aufbauen. Mit den Piraten und dem Katzen und dem Ochsen. Das klingt sehr gut. Genau das mache ich so. Schnecke drin, die wird abgewehrt. Drüben Bone Crusher, wer mit der Schnecke hätte der reingekackt. So, ich mache nichts. Auch keine Kohle. Aber ich kann dann sehr gut mit dem Ochsenkatze und den Piraten hier die Frontline aufbauen. Dahinter dann mit Zeus und den Wüstenpilgern sehr gut arbeiten. Okay, zwei kleine hingestellt noch. Wir gehen auf das absolute Late Game. Mit Sakura Blume und Burg. Also ich werde jetzt hier wahrscheinlich eine Katze hinstellen. Ich stelle eine Katze hin. Schaut zwei Schnecken rein. Mal sehen, was passiert. Wüstenpilger. Okay. Aber die zwei Schnecken hauen schon ordentlich rein. Ah, hier liegen, schade. Machen weg. Das wird erhalten. Das wird erhalten. Wir haben 90 am Start. Das heißt, ein Worker, eine Aufwertung. Sollte vollkommen ausreichen. Der Magier ist schon stark, ne? Held wäre auch stark. Müssen wir ein bisschen den King aufwerten. Na, der blockt das. Mit seinem einen Skelett-Archer und dem Healing
Oh, der hat zu kämpfen. Einer durch. Hey, ist ein kleiner Lied, warum nicht? So, wir stellen hier schon mal einen von denen hin. So. Das bedeutet, wir können ihn dahin stellen. Ah, sehr gut, sehr gut. Die Blume muss überleben. Das ist das Wichtigste, dass die Blume überlebt. Sehr schön. Kleinen Piraten dazu. 40 kriegen wir noch zusammen. Was könnte ich da reinschicken? Eine Echse geht noch. Beziehungsweise könnte ich zwei Schnecken reinschicken. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als die Echse reinzuknallen. Aua, Ochsen. Okay, die eine Frontline ist schon mal weg. Sehr gut geblockt. Den kriege ich noch durch. Der geht noch durch. Sehr schön. So wollte ich das sehen. Machen Katzenstacks. Und dann mache ich King-Aufwertung. Blut reingeschickt. Oh, das ich glaube, es schafft die Blume nicht. Ne, da bin ich raus. Wir schicken mal ein bisschen was mit, damit er nicht alleine sich durchkämpfen muss. Hier auf jeden Fall noch eine Katze hin. So, das sind wir gut gewappnet. Katze hat jetzt Healing. Die Blume wird down gehen. Ich könnte... vielleicht damit ein bisschen was rausholen. Ja, es sind nicht alle auf die Blume gegangen. Ja, sieht nicht so aus, als könnte ich alles blocken, aber ich habe gut abgewehrt trotzdem.
Das könnte er blocken. Also King ist noch sehr schwach. Some dead men do tell tales. Wir bauen den Zeus auf. Und auf 10 könnten wir mit einem Drachen und vielleicht noch einer Brute auch ganz gut durchkommen. Mit rein. Ich verkacke immer so ein bisschen, aber dadurch, dass ich gut Würfel pushe, bin ich echt gut dabei. Das darf man nicht unterschätzen. Bauen wir jetzt ihn auf. Und mehr kann ich nicht. Kann ich noch ein Stack reinpacken. Robo noch dazu. Ich mache noch die Schnecke, die Warteschlange, aber ich glaube nicht, dass die noch rausgeht. Nee. Die Turtles mit reingeschickt und eine Brute. Jawohl, die gehen gut auf den Ochsen. Wir haben nur beide ein bisschen durchgelassen und die haben ordentlich durchgelassen. Das ist gut für uns. Dann sind wir gierig und bauen mehr Worker. Ich werde auch den Magier nehmen. Ich könnte den Büro aufwerten. Oh, der wird gut gefokust werden. Deswegen mache ich das so. Jetzt hat man mal ein bisschen den King auf. Das ist erstmal wichtig. Ja, ein gutes Healing. Sehr gut. Oh, wegen einer Piepe. So, wir machen den King erstmal voll. Der liegt hier ganz gut zurück. Könnten auf ...14, Können wir machen. ...14 ist okay. Hier ist magischer Schaden, hier hat er sein. Das haut hin. Die haben auch magischen Schaden für das. Das heißt, ich muss
Aufprallschaden nur noch mitschicken. Diesmal bin ich gut dabei. Ich glaube auch, was mir das letzte Game verkackt hat, ist einfach, dass ich nicht genug Worker gepusht habe. Weil Worker sind am Ende das A und O, das gewinnt einem das Game, die Worker. Und da muss man drauf aufpassen. Ich werde jetzt erstmal keinen weiteren bauen, weil die sammeln. Aber da muss man auch manchmal unter dem Wert bleiben. Hauptsache mal ein paar Worker mehr. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. So, wir werten hier die 3 Zeus auf. Zack. Und dann habe ich den Magier voll ausgenutzt. Machen wir noch 2 Stacks rein. Dann mache ich da noch ein Pyro draus. Aber wir haben gut gesammelt jetzt schon für die 14. Kann ich locker einen Ogre reinhauen. So wie er mir jetzt. Können wir erstmal 2 Rocker holen, das ist wichtig. Aber die Zeus, die werden ordentlich knallen. Easy. Ich werde hier noch eine Katze reinpacken. Ich werde noch einen davon bauen. Geisterritter. Machen wir noch eine Schnecke rein. Das sieht gut aus. Hat die Heldenauer genommen für seinen White Mane. Aber es bringt ihm nichts. Hab zu fett geschickt. Wir greifen alle ihn an. Das ist gut. Sehr schön. Das ist sehr gut. Da ist einiges durchgekommen. Kann auf jeden Fall einen Worker pushen. Noch einen zweiten. Das war's. Okay. Victory. Schnelle Runde, sauber runtergespielt. Was soll man da sagen? Na, diesmal habe ich mehr auf Worker geachtet und das Ding läuft besser. Die sind extrem wichtig. Das war's mit der weiteren Runde Legion. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.